Willkommen zurück zum Videolernzyklus vom Arbeitsblatt Quadratische Gleichungen. Wir sind jetzt beim Fenster Lösung entspricht Nullstelle. Und hier steht, rechts ist der Graph der quadratischen Funktion f mit der Funktionsgleichung. F von x ist gleich ein Drittel mal x zum Quadrat minus ein Drittel mal x minus 2 dargestellt. Das ist dieser Graph hier, dieser Funktionsgraph entspricht genau dieser Funktionsgleichung. Und was wir jetzt suchen, ist die Lösung der folgenden quadratischen Gleichung, also der quadratischen Gleichung, ein Drittel mal x zum Quadrat minus ein Drittel mal x minus 2 ist gleich 0. Wenn wir uns jetzt den Ausdruck links vom ist gleich ausschauen, das heißt diesen ganzen Term hier, dann sehen wir, dass dieser Term genau unserer quadratischen Funktion f entspricht. Hier steht jetzt nun weiter, die Lösungen dieser Gleichung, f von x ist gleich 0, heißen Nullstellen von f. Was ist damit gemeint? Bei dieser Gleichung suchen wir hier Werte für x, die diese Gleichung erfüllen. Das heißt, wir suchen jene Werte für x, die, wenn wir sie hier einsetzen, dafür sorgen, dass dieser ganze Ausdruck hier genau gleich 0 wird, also dass hier 0 rauskommt. Naja, das sind also von unserer Funktion f genau jene Stellen, bei die die Funktion den Funktionswert gleich 0 hat. Also für unsere Funktion f sind das die Nullstellen, also jene x-Werte, für die der Funktionswert gleich 0 ist. Und das heißt, diese quadratische Gleichung hat also die Lösungen, hier sollen wir jetzt die Lösungen in den Lückentext einfüllen, und wenn wir uns nun wieder den Graphen von unserer Funktion f anschauen, dann sehen wir, dass dieser Graph die Nullstellen bei minus 2 und 3 hat. Das heißt, wenn wir in diese quadratische Gleichung für x minus 2 einsetzen, dann müsste insgesamt 0 rauskommen. Also müsste die Gleichung erfüllt sein. Ebenso, wenn wir für x 3 einsetzen, dann müsste hier auch auf der linken Seite 0 rauskommen und damit die Gleichung auch erfüllt sein. Wenn du mir nicht glaubst, probier es gerne aus und rechne es selbstständig nach. Das heißt, wir können hier in die Lücken einfüllen, hat die Lösungen minus 2 und 3. Und nun steht hier noch weiter klein, wie viele reelle Lösungen kann eine quadratische Gleichung haben? Das ist eine sehr interessante Frage und im nächsten Video werden wir die auch gemeinsam beantworten, aber vielleicht kannst du ja sie schon selbstständig beantworten. Versuch das sehr gerne.